Habt doch eine Macht. Feine Macht, feine Macht. Da wirst du jetzt auch ausgelacht. Nix da. Ficke dich, Hurensohn. Geh mal an dein Telefon. Ey, schmeiß noch was. Schmeiß. Dankeschön. Lass mich hier. Du musst nur den Schlüssel holen, dann kannst du da wieder rausgehen. Und der liegt gleich direkt rechts von dir. Kurz gucken, da. Ah. Tschüss. Au. Man sieht sich. Jetzt kannst du rausfahren, da. Es sei denn, du willst noch die Kiste da hinten öffnen. Nein, will ich nicht. Fick dich, die Kiste. Du kannst mir am Arsch lecken. Fick dich, du Arschgesicht. Deine Mutter lässt dich im Stich. Schlimmer als deine Mutter bin ich nur im Kutter. Bitte verpisse dich. Von meinem Arschgesicht. So, rostiger Schlüssel verwendet. Tschüss. Ja, weil nicht, dass du jetzt denkst, du bist schon längst im Überzug. Hab ich das gesagt? Ach, ich will da hoch! Ich kann nicht klettern, ich bin behinderter Held! Ich hab's mit Asthma! Nein, mit Asthma macht man keine Scherze. Warte, ich ändere es mal um. Ich hab's mit der Hand! So viel in der Vergangenheit gewichst! So ein Alter. Achso, ich muss da lang. Du elendes Mistviech! Vor allem der Geist ist da noch so umgefallen. Ich hätte eigentlich... Oh, jetzt reicht's mir. Stirb! Hurensohn. Hey, Digi. Komm mal her. Man zieht sich! Woo! Yeah! Niggas! So. Dort. Und so. So, der nächste. Der nächste Ficker. Ey! Wen sucht ihr denn da? Na, dich? Du bist tot? Ey, der nächste Hurensohn, der mich latscht! Hä? Wirfst du mich? Ja, hast du mir gesehen, dass du wirfst? Schloch, Alter. Elendes Pack. Du kannst die Sandsäcke da übrigens noch hochlaufen. Darf ich mal erwähnen, wie säuerlich ich gerade bin? So, ich will dir mal was, wenn du diese Kampf-Area geschafft hast. Sprintsprung. Ist der runtergefallen? Das ist runtergefallen. Okay, tut mir leid, aber ich muss den Hurensohn jetzt umbringen. Wie weit bist du gefallen? Ich glaube, der ist bis ganz runter zu dem Typen gefallen. Ja, nee, mit der Silbermuschi lege ich mich nicht an. Achso, ich will dir mal jetzt eine Sache kurz verraten, Steve. Wenn du deine Runen wieder kriegen solltest, dann wirst du um die 20% weniger besitzen. Durch die 4 Runen, die ich gerade genutzt habe, ne? Nein. Du erinnerst dich doch an den NPC, den du da
am Anfang getroffen hast, der dir über den Seitenweg da berichtet hatte. Ja, ich... Was, die Runen sind über mir? Ja, die sind über dir. Ich dachte, die sind unten, weil ich runtergeklatscht bin. Nein, nein, die sind am letzten sicheren Punkt, wo du standest. Eine Mutti's Welt, Pussy! Voll in den Arsch geschoben. Hä? Ich hab dich anvisiert! Sie juckt. Wie war das? L1 und Dreieck? R1 und Dreieck. Genau. Jetzt mit L2. Nee, dann L1. Genau. Was denn? Was hast du denn jetzt? Was gibt's denn schönes? Ich fand es gerade irgendwie lustig. Ach, meinst du... Meinst du das hier? Ja. Halt. Was gegen den Boden geschossen? Wie viele Schuss hast denn du überhaupt? Er hat noch insgesamt 26 Schuss. Alter, muss ich jetzt immer warten, bis du stehst? Das ist ja schlimm, als Dinosaurier abschießen. Du triffst irgendwie alles aus dem Ding. Verstehst, warum ich gesagt habe, mit diesem Spiel verwende ich keine Armbrüste. Du hast den Boden getroffen unter dir. Nice. Darf ich mal erwähnen, dass ich diese Typen für ihre Rüstung geformt habe? Volltreffer! Nochmal getroffen. Im Boden getroffen. Ist der überhaupt da angekommen? Nein, der. Nee, weil ich den Boden getroffen hab. Ja, er hat direkt unter sich geschossen, so gesehen. Wieder passiert. Wieder? Noch ein. Sag mal, Wichser, willst du, dass ich runterkomme? Bitte sag nein. Nein! Willi weht an ihm vorbei. Von wie du alles kaputt machst und den nicht triffst, ey. Wie gesagt, das ist wirklich einer der Gründe, warum man eigentlich in dem Spiel keine Armbrüste spielt. Schöner Heli. Ah, my sad face. Du hast jetzt noch R1-Schüsse. Okay, kurze Frage, warum machen die mehr Schaden? Es gibt unterschiedliche Bolzenarten. Die Bolzen der Getreuen machen mehr Schaden als die Standardbolzen. Im Early Game. Aber die sind wirklich damit sehr selten. Später, wenn du dann überhaupt nicht mehr Armbrust spielst und du auch überhaupt nicht mehr diese Bolzen brauchst,
findest du die am Angro? Einmal noch! Ein Schuss noch! Bleibst du jetzt wieder da stehen? Yeah! Der war weg. Jetzt hat der Typ auch noch eine Axt. Friendly Fire ist bei denen aus! Wie unfair! Danke. Mama kurz Break. Wow! Ihr seid gestorben! Dann renne durch. Genau deswegen. Sitzig! Das sollte eigentlich nicht der Fall sein! Hurensohn! Ihr seid gestorben! Sieht so aus, als enden die letzten 3 Minuten, wie sie angefangen haben, mit Vögeln. Das kann nicht wahr sein. Oh, krass, ey. Wer hat das gebracht? Nein, gar nichts. Baba Boy. Mann, Alter, jetzt habe ich schon 2 von diesen verfickten Vögeln gekillt und dann das. Sieben, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und vorbei, Steven. Weil ich tot bin. Wenn du stirbst, dann ich will mal noch nicht das Spiel. Ich muss dir noch eine Sache sagen. Das tut weh. So, was willst du mir denn sagen? Warte, wenn du wieder gespawnt bist, sag ich's dir. Und da siehst du dieses wunderschöne Wappen unter deinem Hochmistern. Genau. Das ist der Grund, warum du so um die 10% Leben verloren hast schon die ganze Zeit. Ja. Du hast 568 Leben. Benutze es einfach mal und setze dich an die Gnade dann wieder ran.
wird zwar noch nicht den Effekt annullieren, aber... Warte. Geh jetzt mal auf deinen Status. Wird jetzt ein bisschen dauern. Da, siehst du? Du hast 30%, du hast 30 Lebenspunkte wiederbekommen. Robert, willst du mal magischen Trink sehen? Wenn du wieder das Spiel quittest? Nein, das musst du mir nicht zeigen. Ach klar. Das Problem ist, wäre da keine Death Area, wärst du volle Kanne in eine Secret Zone gefallen. Es ist mir eine Freude, das Spiel zu beenden.